Weil man spielt eben nur bis 15. Die kurze Variante, Kaufeld mit der Möglichkeit, Pachale mit dem Ball, den haben sie noch geholt. Dachte ich erst, das dachte auch. Dachten auch die Stuttgarter, aber die Schiedsrichter geben den Punkt, 3:0 für den SSC und die Auszeit genommen von Stuttgart. Jetzt nach der Auszeit geht es also weiter mit Denise Hanke bei der Angabe. Das ist wieder eine gute Angabe. Wieder die kurze Variante. Und Kaufeld ist da und macht den Block. Zum 4:0. Und Angie Blank, das können Sie jetzt nicht sehen, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Da haben sich die Schweriner gut auf die kurze Variante der Stuttgarterin eingestellt. Kriegen die Schweriner den Ball nur rüber. Auch Stuttgart kriegt den Ball nur rüber. Und Parade auf den Block. Aber die Stuttgarterinnen haben ihn noch. Und er ist aus. Und niemand war dran. Ross mit dem Ball, der ist ganz klar aus. 5:0. Ja, besser kann man nicht starten. Ross geht dann auch raus. Und Rentkemar kommt und Denise Hanke. Mit der Angabe. Und der war drüber. Ja, der war drüber. Das war von hier aus kaum zu sehen. Es war knapp. Aber der Schiedsrichter entscheidet, der Ball ist aus. 5:1. Maren Brinker bei der Angabe. Parale bleibt im Block hängen. Und jetzt, der Ball war drinnen. 5:2 und da haben wir es auch gesehen, was wir vorher schon auf der Stuttgarter Seite gesehen haben. Jetzt auch von Ture Alexandersson. Zeigt ganz klar an, der Ball war noch drinnen. 5:2. Und Pachale schlägt den Block an, von da aus geht der Ball ins Aus. 6:2. Für den SSC. Und Nadja Schaus mit der Angabe jetzt. Und jetzt die Variante angezeigt vom Trainer, wo sie hinspielen soll. Aber es hat nicht funktioniert. Der Punkt geht an Laura Fieler, Jamecki und Smart Allianz Stuttgart. 6:3. Da wird der Rhythmus noch kurz gebrochen. Schaus geht aus der Partie. Retzlaff kommt. Und Fila Jamecki mit Glück und dem Punkt bei der Angabe rollt übers Netz und dann ins Feld der Schwerinerin. Die können ihn nicht mehr holen. 6:4.
Kriegt Völker den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Schweriner bringt ihn nur noch rüber. Und da steht kein Block. Retzlaff holt er hier aber den Ball. Und Adler Robber jetzt mit der Chance bleibt ebenfalls im Block hängen. Und die kurze Variante über Hanker und Kauffeld. Und dann der Ball vorbei von Gravenstein. Da war niemand mehr dran. 7:4. Für Schwerin. Kauffeld mit der Angabe. Schlechte Absprache, kriegen den Ball trotzdem noch rüber. Kurze Variante und da war Hanke zu weit vorne gelehnt, kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. 7:5. Thormann bleibt im Block hängen. Geht in Entdeckung, dass sie ihn nicht abkriegt und der Ball von Gravenstein geht ins Aus. 8:5 für Schwerin. Und jetzt Seitenwechsel. Das ist der fünfte Satz. Es gibt natürlich keinen Seitenwechsel mehr jetzt nach dem nächsten Satz, weil es ist ja der letzte. Definitiv. Meier Parale, jetzt mit der Angabe. Parale ist es auch, die den Ball wieder rüberbringt. Und der Ball von Gravenstein ist dann drinne. Im Schweriner Feld. 8:6. Und in jede Flore Gravenstein mit der Angabe jetzt. Und der Brinker mit dem Blockanschlag und damit den Punkt für Stuttgart. 8:7. Retzlaff Probleme bei der Angabe. Bringt den Ball dann rüber. Und eine Gemeinschaftsarbeit auf der Schweriner Seite. Ball zu holen, der Block. Gegen Blunt von Adler Robba führt, geht dann ins Aus. 8:8. Auszeit genommen von Ture Alexandersson. Ja, es geht weiter, die Halle lebt, die Halle ist voll da. Gravenstein bringt den Ball rein. Adlerova mit dem Crossschlag. Stuttgart hat gut abgefangen. Adlerova holt sich dann auch den Ball. Und Retzlaff mit dem kurzen Ball. Und er ist drin. Da kommt Bremer nicht mehr richtig hin. Weiß nicht wohin mit ihren Armen. Aber kommt nicht zum Ball. Und Retzlaff darf dann auch rauf und Schaus
kommt er wieder auf die Platte. Adler Robber mit der Angabe. Das war gut gespielt von den Stuttgarter Brinker mit diesem Ball, aber besser noch von Schaus. Sie bringt ihn nämlich durch den Block, durch ins Feld zum 10:8 für Schwerin. Auszeit genommen von Stuttgart. Anja Brandt kommt jetzt nochmal auf die Platte für Patricia Thormann. Und Wendula Adlerova mit der Angabe. Da fehlt eine Abstimmung bei den Stuttgartern, aber es reicht zum Punkt. Brinker schlägt den Block an. 10:9. Angie Blunt bei der Angabe jetzt für Stuttgart. Die ist gut, Völker hat die Probleme. Aber Schaus wieder durch den Block geschlagen. Und Völker holt sich den Ball. Hanke rettet ihn dann und Schaus bringt ihn rüber. Und Brinker auf andere Seite und wieder ist es Völker. Den Ball holt, aber Thormann dann mit der schlechten Alternative. Schlechtes Anspiel, 10:10. Nochmal der Wechsel. Adlerova geht nochmal raus. Sandra Gutsche kommt nochmal in die Partie. Und Inge Blunt mit einem Ritual von der Angabe, wie wir es von Kaspersky kennen. Und Thormann schlägt da Blunt an und macht das 11:10. Und geht jetzt selbst zur Angabe. Block angeschlagen. Aber Schwerin bekommt den Ball noch rüber. Jetzt muss aber der Block stehen und er steht! Denise!